Jetzt beginnt die nächste Phase, der Kampf um die Abstimmung, der Kampf gegen die Banken, kann man sagen, obwohl ich selber der Meinung bin, wir sind ja nicht gegen die Banken, sondern wir wollen den Banken ermöglichen, einigermaßen anständig zu arbeiten. Trotzdem hat die Bankiervereinigung bereits eine Offensive eröffnet mit einer Stellungnahme am 1. Dezember und hat uns und die Folgeinitiative als Zauberlehrling bezeichnet. Ich habe dann das Gedicht von Goethe nachgeschlagen und habe schon von Hans-Christoph Binswanger seinerzeit den Hinweis bekommen, da im Zauberlehrling, da ist eigentlich das Dilemma oder die Konfrontation Zentralbank-Geschäftsbanken verborgen. Es geht zwar um Wasserträger, um Überflutung am Schluss, aber wenn man Wasser als Liquidität bezeichnet, kann man sofort den Schluss zum Geld machen. Und wenn man das Gedicht genauer anschaut, dann sieht man, dass da x Anspielungen, Analogien drin sind, die tatsächlich genau dieses Dilemma darstellen. Der Meister, Zauberer, ist aus dem Haus. Jetzt übernehmen die Zauberlehrlinge das Regime und können die Produktion von Wasser, die Produktion von Geld nicht mehr stoppen. Damit ihr etwas genauer euch an den Zauberlehrling erinnert, habe ich Hendrik Barth gebeten, dieses Gedicht vorzutragen. Ich werde nachher noch ein paar Details dazu erklären. Im Vorfeld die Details, Zentralbank, Nein, ich denke, zuerst der Vortrag, dann kann ich das noch nachholen. Dankeschön. Ja, einfach mal zuhören und alles Weitere kommt danach. Johann Wolfgang von Goethe, der Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen. Bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich, ist schon an dem Flusse und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er.
schnell herein, ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger, kann's nicht lassen, will ihn fassen. Das ist Tücke, ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke, oh, du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen. Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Willst am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beine spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nun auf dich werfe, gleich, o Kobold, legst du nieder. Krachen trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen. Seht, er ist entzwei und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Wehe. Wehe, beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach ihr hohen Mächte! Und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen, welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, dich rief die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen. Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. Der alte Meister, das ist die Zentralbank. Und sie kann als einzige den Geldfluss kontrollieren. Wenn die Geschäftsbanken sich anmaßen, Geld zu schöpfen, dann landet das oder endet das bei einer Überschwemmung. Das ist ungefähr die Zusammenfassung dessen, was man aus diesem Gedicht herauslesen oder auch hineinlesen kann. Aber klar ist, wenn die Bankiervereinigung uns als Zauberling darstellen will, dann hat sie sich in den eigenen Fuß geschossen.